Hallo zusammen, salve a tutti. Schon wieder ist eine Woche rum. Wir haben heute Freitag, den 29. Mai und der Monat ist auch rum. Wir haben 17.49 Uhr, wenn ich mich an diesen Film mache. Mein Name ist Christian Schlegel, salve a tutti. Bevor ich mit dem Index anfange, ein Hinweis in eigener Sache. Es gibt wieder ein Webinar und es ist nächste Woche, am 6.6., am 7.6. Und zwar mache ich das nur zum Teil. Das macht ein Schüler von mir. Und hier ist das der Frank Soleder. Das ist der junge Mann hier unten. Den habe ich schon seit mehreren Jahren als Schüler. Und er hat jetzt also nachhaltig Erfolge, die er vorweisen kann. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir probieren es jetzt mal. Das heißt, er wird also das Webinar leiten. Und ich werde erst in den letzten 2 Stunden dann an dem 7.6. mit dabei sein. Und damit Sie das sehen, worum es da geht, mache ich das hier nochmal rein. Kann ich das ein bisschen größer machen? Ich denke schon. So. Okay. Vielleicht halten Sie dann mal das Band an. Hier steht also, worum es geht. Das ist dieser 5-Punkte-Plan. Der Frank hat mir jetzt auch einige Trades gezeigt, die er gemacht hat, also so eine Facebook bei 154 gekauft, hat er immer noch solche Geschichten. Und wenn es euch interessiert, geht entweder auf meine Homepage, schlegel-trading.com oder hier unten ist eine E-Mail, 5-Punkte-Plan@gmail.com. Dann nimmt der Frank mit euch Kontakt auf, es sind ganz wenig Leute. Und wer meine Webinare oder Seminare kennt, weiß, die sind nie langweilig. Also, und jetzt geht's in den Chart. So, ich habe mir das immer überlegt. Es gibt wenig Momente, in denen ich echt ratlos bin. Tatsächlich ist das einer von denen. Schauen Sie mal den Chart an. Der hat eigentlich alles erfüllt, was er machen sollte. Wir haben das 61,8er gesehen. Wir haben gestern sogar außerhalb des Bandes geschlossen. Ich mache es noch ein bisschen größer. Außerhalb des Bandes geschlossen. Wir haben noch nicht die 200-Tage-Linie bei 12.101 touchiert. Aber nochmal zu der Kerze hier. Wir haben außerhalb des oberen Bandes geschlossen, was grundsätzlich eigentlich eher positiv ist. Und jetzt entpuppt sich diese Geschichte als eine Art Hanging Man. Auf einmal gehen wir hier deutlicher tiefer, 1,73%. Und zwar schon seit heute Morgen. Auf einmal kommt wieder der gute Herr Trump, dann haben wir wieder China. Diese Art der Probleme kommen auch wieder. Die Bänder sind etwas aufgegangen, ja, fast im gleichen Winkel wie hier. Ja. Die gleitenden Durchschnitte sind positiv. Trendfolger ist noch positiv, aber durch heute ist der erste Histogrammbalken kleiner als der vorangegangene. Wenn der Montagabend um 17.36 Uhr auch noch kleiner ist, dann wird die Geschichte ein bisschen deutlicher. Wir gelten über den Oszillator natürlich als überkauft. Aber es ist noch kein Verkaufssignal. Dazu muss es erst diese fette Linie hier, das ist die 80, unterscheiden. Das kann doch, so wie es hier unter der 20 war, das kann doch über Tage so weitergehen. Es ist kein Verkaufssignal. Es ist kein Verkaufssignal im ACD. Gleitende Durchschnitte positiv. Tja, also im Moment, ich würde es mal so formulieren, der hat seinen Soll erfüllt mit dem 61er. Das haben fast alle Indizes außer dem Eurostoxx, da habe ich jetzt vor 2 Tagen mal einen Film drüber gemacht, der krabbelt noch hier unten beim 50er rum. Er hat seinen Soll erfüllt. Alleine die Verkaufssignale, die ich hier habe, reichen noch nicht aus, um zu sagen, wir gehen weiter runter. Also deutlicher weiter runter. Der wirkliche Punkt, zu sagen, der Markt ist over and out, ist dieses hier. Da sind wir bei 10.150. Da haben wir schon mal vor ein paar Tagen auch nochmal drüber gesprochen. 10.150 ist das Verkaufssignal. Bis dahin gilt, und das gilt auch, schauen Sie sich mal ganz viele Aktien an, die sehen fast alle gleich aus. Von der Stochastik her, vom MACD her, von den Bändern her, vom 61er Retracement her. Alle, und der DAX inklusive, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, runter auf die 20-Tage-Linie, beim DAX ist das 11.001, zu gehen. Ja, und die steigt natürlich auch jeden Tag noch ein bisschen. Am Montag ist die ein bisschen höher. Das ist eigentlich das, was ich hier sehe. Ich glaube, wir gehen eher noch mal runter auf die 20-Tage-Linie, als dass wir gleich hoch zur 200-Tage-Linie gehen. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Den Call-Option-Schein für Long, für die Leute, die glauben, nee, wir machen das mit der 200-Tage-Linie, ist einer, der unterhalb der 20-Tage-Linie liegt. Hier ist die Basis 10.960, ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GC5
CM9, Gustav Cäsar 5, Cäsar Mata 9. Im Moment ein 18er Hebel. Ich würde noch warten mit. Ich rechne, dass er hier die 20 Tage Linie in die Mitte der Bänder geht. Und dann ist die Verwirrung wahrscheinlich ganz groß. Den Short muss ich hinter der 200 Tage Linie suchen, also zwischen der, hinter der 12.100. Da kann ich auch im Hebel ein bisschen höher gehen. Und da liege ich hier bei sowas. 12.136. Das ist die CH0 GEC. CH0 Gustav Emil Cäsar. Also ich bin, ich sag mal 51 zu 49, dass der Markt eher nochmal die 20-Tage-Linie sieht. So würde ich das sehen. Habt ein schönes Wochenende, ist ja verlängert. Montag ist dicht, ich bin auch nicht da. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Happy Trading, fette Beute und bleibt gesund. Bye, bye.